Ja, Rainer, Dora Farkas, sie ist 19 Jahre jung, 1,64 Meter groß. Auch sie kommt aus Ungarn, aus Budapest. Sie ist Rechtsauslegerin, kommt vom RD Thai Box Stall. Ihr Trainer ist Laszlo Tola. Sie hat bereits 5 Kämpfe bestritten und wird heute in ihren 6. gegen ihre Gegnerin Pick Tyson, Kaya Koruni aus Griechenland, die ich gleich noch vorstellen werde, bestreiten. Rainer, willkommen zurück. Ich habe gerade Dora Farkas vorgestellt und die Pink Tyson übernimmst du wieder. Da gibt es ja einiges zu sagen. Griechische Olympiamannschaft und Nationalteam Griechenlands. Ja, zusätzlich noch WKU, WKA-Weltmeisterin. Aber sie muss sich ja auch hochdehnen hier im Boxen. Das heißt, sie muss auch gegen Boxerinnen jetzt boxen, die auch nicht so viele Boxkämpfe haben. Dora Farkas hat, glaube ich, 5 oder 6 Boxkämpfe. Das ist jetzt nicht. Dora Farkas hat auch im Kickboxen, aber im Boxen auch als 5 Kämpfe. Aber auch im das ist ja jetzt der zweite Boxkampf. Zweite Kampf, genau. Ja. Von der Kalia Koroni, da kommt sie mit dem Skiddy. Ja, gestern hatte sie beim Wiegen einen riesen Auftritt mit ganz, ganz kurzen Höschen und rosanen, pinkfarbenen, halterlosen Strümpfen. Ich glaube, die ganzen Männer sind da beim Wiegen verrückt geworden. Ja, hier kommt sie ja, da kommt sie ja gleich rum. Ja, schauen wir mal, was sie uns heute überrascht. Aha, die Pink Tyson. Jo. Hier fällt immer was ein. So, ja. Brutal. Ein schöner Anblick ist Wahnsinn. Wie wenn sie im Krieg sieht. Ja. Wahnsinn! Karlsruhe ist immer eine Reise wert, sag ich. Das ist immer anders als zu anderen Veranstaltungen. Ja, wenn man sieht, was hier schon los ist bei den kleinen Vorkämpfen, dann muss man natürlich sagen, das ist ja toll. Also wenn ich zu Sturmveranstaltungen gehe, dann schaue ich mir den Sturm an. Kann aber hier noch von Spaß. Beim letzten Wiegen, offiziellen Wiegen, am 30. am 31. Oktober. Ja, ich habe gerade gesagt, beim letzten Wiegen am 31. Oktober hat Kaya Koroni fast noch, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, ihre Gegnerin schon beim Wiegen verschlagen. Sie ist nämlich unheimlich. Wir müssen uns beeilen, weil wenn es jetzt hier losgeht, kann es durchaus sein, dass es gleich wieder vorbei ist. Also, sie ist Wahnsinn. Pink Tyson halt. Tyson. Werden wir gleich sehen. Ja. Ihr Wunsch ist es, so schnell wie möglich 15, 20 Kämpfe zu machen und dann nur noch die Großen zu boxen. Ja. Ich traue ihr das zu. Mal schauen. Ich weiß, sie war gestern ein bisschen krank. Ja, sie hat eine Verletzung am Rücken gehabt. Ja. Aber. Oh, wow. Oi. Das ist nicht so gut. Also geklammert von der Frau Farkas. Ja. Guck mal, was ist Hello Kitty auf dem Rücken? Oi. Oh. Ja, aber die Dora Farkas steht. Die habe ich auch schon andere Kämpfe stehen sehen. Ja. Da habe ich dann stehen sind, ja. Bis jetzt steht sie noch. Ja.
Hoppla. Aber noch steht sie immer noch. Dora Facker steht immer noch. Ja, sie hat mit der Innenseite geschlagen. Oh. Ja, sie wehrt sich, Dora Facker. Sie auch wie Verena Kaiser, Kopf tief unten und wie ein Pitbull. Oh. Hoppla. Oh. Nachschlag in der Hand. Ja, da fällt der halbe Teddybär von Kaya Koroni vom Kopf. Das ist schon hochinteressant. Ja. Allein die Show halt. Ja. Schlägt sie auf und noch. Bin nervös halt auch. Braucht noch viel Erfahrung. Letztes Mal war es besser drauf. Vielleicht auch, weil sie jetzt gestern noch eine ärztliche Handlung haben mit ihrem Rücken. Ja, der Ringrichter ermahnt sie. Also da war mit schau mal, der Meninga ein Jab, da ist ein Jab. Von Dora Farkas, ne? Ja, genau. So, und dann rechts, Dora probiert es zumindest. Ja, genau. Sie? Aber aufgeben tut sie das nicht. Nee. Ja, ich meine, jetzt in der zweiten Runde, hätte ich gedacht. Da hätte ich anders erwartet. Muss aber sagen, wenn Kaya nicht aufpasst und wir noch einen Punktabzug durch eine Verwarnung. Ja, wir sind wieder zurück am Ring. Bin mal gespannt. Dora Facker steht hier und wartet. Ring geschlagen. Sie ist also etwas übermütig, ungestüm. Da muss sie noch viel lernen in der Technik. Aber sie wehrt sich, Dora Facker, das wehrt sich. Ja. Kommt zurück, auch mit 2-3. Jawohl. Hoppla, da fliegen die Fetzen. Ja. Ich weiß nicht, was es war, aber... Das war ein halber Teddybär. Ja, schon wieder. Naja, es hat sie nur noch 50 statt 51. Also ich sehe nur Miss Kitty hier und Pink. Wer das Ganze in Farbe sieht, bei euch zu Hause, sieht da ein pinker Teddybär. Und, ja? Ja, da bin ich getroffen, ja, aber bin überrascht. Von Dora. Ja. Und letztes Mal hat es auch besser geboxt. Ne? Hier kommt der rechte von der Dora, beziehungsweise Jab auch. Jetzt wird auch sie ermahnt. Mal hoffen, dass jetzt mehr passiert auch. Gleich vielleicht noch verrutscht. Aber. Ja, noch steht die Frau. Ja. Die andere steht auch noch. Auch interessant. Kaya merkt auf einmal, es geht doch nicht so einfach. Ja, Position brauchst du ja auch. Ja, genau. Jawohl. Jetzt erholen sie sich beide. Ja. Aha. Oh, toll. Ja. Ist jetzt nicht so technisch so der Hammer wie jetzt der erste Kampf. Wir stehen noch und wie gesagt, muss vorsichtig sein, ne? Wenn er Punktabzug kriegt. Oh, das war aber eine schwere Rechte. Aber trotzdem, Dora Facker steht. Dora Facker steht und Kaya Koroni findet im Moment kein Mittel. Ups. Mit dem Gongschlag. Ich würde dennoch diese Runde als unentschieden werden.
Ja, Rainer. Runde 3. Oh. Wer hätte es gedacht? Der Pink Tyson. Mhm. Naja, weil Dora Facker fängt an zu ringen, auch nicht schlecht. So. Ja. Aber wie gesagt, sie ist da. Schöne Linke. Guck mal, sie klammern ein bisschen. Goran Willibald hat ja keinen leichten Stand mit den zwei Frauen. Ne? Aber es war ja. Farkas steht. Sie steht. Sie steht. Oh, MMA. Oh. Ja, auch nicht schlecht. MMA. Ich hab gedacht, erst der nächste Kampf ist MMA. Oh. Schon wieder hinten. Ja, du musst aufpassen. Ja. Sie dreht sich aber auch dann wirklich. Ja, aber. Sind beide technisch sehr unsauber, sehr unsauber. Aber sie versteckt sich trotzdem mit Dora Farka, muss ich wirklich sagen. Ich hätte es nicht erwartet. Wir haben gesagt, 35 Sekunden ist vorbei. Ja. Weil wir Kalia eigentlich auch kennen. Ja, gut, vorgestern anders, war sie noch bei unserem Hausenmagedoktor, Dr. Marco Schweizer. Und weil sie Probleme hatte und wirklich sich auch nicht bewegen konnte. Ne? Ja. Wir hatten befürchtet, dass es keinen Kampf gibt, aber es sieht so aus, als dass dann dadurch heute Kalia etwas gehemmt ist. Ja, ja. Und das ist natürlich für Dora Farkas natürlich nicht schlecht. Ne? Ja. Oh. Ja, aber. Oh. Oh ja, aufwärts, siehst du. Ja. Aber da fehlt Kraft drin, glaube ich. Genau. Oh. Da fehlt halt Kraft, aber Dora Farkas steht. Sie steht diese Schläge durch. Genau, weil eben die Kraft fehlt. Oh, nochmal, es war schön, es war eine Linke drin. Ne? Mhm. Ja. Und der Filipovic muss natürlich dazwischen rein. Ne? Und es geht wahrscheinlich sogar in die letzte. Er hat sie zum zweiten Mal ermahnt. Noch einmal wird sie wahrscheinlich den Punkt dazu bekommen. Oh. Okay, geht nächste Runde. Ja, diese Runde geht auf alle Fälle Kaya Kohl. Ja, war eine bessere Runde, aber wir haben eigentlich mehr erwartet. Ja. So, jetzt sind wir gespannt. Wir sind vierte Runde. Vierte Runde, letzte Runde. Kampf der Damen, aha, Kalia greift an. Ja. Oh. Oh, schöne Rechte. Sie sucht eine Entscheidung, aber aufpassen, dass es nicht verwandt wird. Warum wird sauber? Für abdrehen wahrscheinlich. Nein, sie hat. Ah, sie hat die Hand geklappt, die Hand, die, die Faust geklammert. Genau, hat geklammert. Genau, hat geklammert. Da kommt jetzt noch ein Punkt dazu. Aus meiner Position nicht so gut gesehen. Oh, ja, sie. Ich muss aufpassen, dass sie auch noch einen Punkt dazu bekommt. Ja. Oh. Aber wie gesagt, läuft weg, aber trotzdem. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, aber Dora Farkas hat einen ganz unangenehmen Kampfstil, muss ich sagen. Ne? Aber du weißt ja, bei der WIBF. Wird erst angezählt, wenn sie mit 3 Punkten im Boden berührt. Ja. Solange sie steht, wird sie auch nicht angezählt. Sie muss entweder mit dem Knie oder mit der Hand noch den Boden berühren. Das hat sie mal schön rechts getroffen. Ja, das waren zwei, drei Kombinationen. Guck mal, vielleicht liegt es auch daran, dass man diese Frau Farkas sehr unangenehm boxen kann. Ja, ja, ja. Sie hat Nehmerqualität. Sie hat unheimliche Nehmerqualität. Ah, jetzt kriegt sie auch einen Minuspunkt. Genau. Weil sie wieder in den Hand schlägt. Warum klopft der? Das darf er nicht. Ja, sie klemmern, aber
Das ist wahrscheinlich Krafthöhe der 10. Jetzt ist es richtig. Oh, da machen wir mal eine rechte. Und nochmal eine linke. Ja, das sieht ja gut aus. Mhm. So. Naja, mal gucken, wie das an. Bin mal gespannt. Ja, einer. Liebes Publikum, liebe Zuschauer zu Hause, an den Bildschirmen. Eine Überraschung war das schon. Ja. Ich vermute, dass Kaya Kuruni gewonnen hat, aber Nora Farkas hat natürlich gegengehalten. Toll! Als nächstes erwarten wir dann wieder einen Schwergewichtskampf der Herren. Nun warten wir auf das Urteil der Punktrichter. Nun warten wir auf das Urteil der Punktrichter. Ne? Ja, wie wir schon erwartet haben, Rainer, Kaya Kuruni hat gewonnen den Kampf.